Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Prey. Und wir hatten ja hier am Ende der letzten Folge festgestellt, dass diverse Personen hier bei dem Arzt Matthias Kohl eine Sitzung absolviert haben oder mehrere Sitzungen absolviert haben. Also, der ist wahrscheinlich irgendwie so Stationspsychologe oder sowas. Und wir hatten uns dazu die Logs, nee, diese Sitzungsprotokolle auch runtergeladen. Was war das für ein Geräusch? So, und es gibt hier noch E-Mails. Die hatten wir auch im Endeffekt schon, oder? Ach nee, ist etwas. Aha, ist etwas anders. Ist von Sylvan Bellamy an Matthias Kohl. Kommen meine Leute zu dir. Hallo Matt, mir hat schon wieder jemand eine Krankschreibung wegen Erschöpfung vorgelegt, wohl von dir unterschrieben. Ich will nur sicher gehen, dass das Ding echt ist. Bilde ich mir das ein oder kommen wirklich ständig Leute mit Stresssymptomen zu dir? Sylvain. Von Hans Kelstrup an Matthias Kohl. Betreff Trevor Young. Matthias, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er ist ohne Psychoskop in ein Experiment gerannt und es ist aus dem Ruder gelaufen. Wir konnten nichts mehr tun. Sie haben die Kontrolle über ihn übernommen. Ich habe den Verdacht, dass die Typhon andere Lebewesen dazu zwingen können, sich in sie hineinzuversetzen. Vielleicht gelingt es uns irgendwann, den Vorgang umzukehren, damit sie sich in uns hineinversetzen können. Bitte behalten Sie Mr. Young vorerst in Quarantäne. Vielen Dank, Hans Kelstrup. Person unter Quarantäne. Hallo Anna, bitte behalten Sie das Personal von Quarantänebereich fern. Wir haben dort einen potenziell ansteckenden Patienten, der unter Gedächtnisschwund leidet. Aktuell sollen nur Dr. Kohl und ich eingelassen werden. Bitte ändern Sie den Zugriffscode auf 7692 Hendrik de Vries. Ja, das wird der Typ im. Ach Gott. Was ist das denn hier? Das wird der Typ in der Quarantäne gewesen sein. Ja. Neuen Test starten. Hallo, hier passiert nichts. Okay, dann nicht. Haben wir das gelesen? Haben wir gelesen. Ja, die Freizeitaktivitäten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir alles gelesen haben. Guter Cop, erfolgreicher Cop. Auszug aus einem Buch über Vernehmungstechniken von Dr. Avalon Bayer. Okay, der in den Unterhaltungsmedien dargestellte typische Verdächtige ist bei Vernehmungen stur, clever oder sogar arrogant. Und liefert sich einen verbalen Schlagabtausch mit dem Vernehmer. In puncto Dramatik funktioniert das gut, gibt wirkliche Abläufe, aber nur unzureichend wieder. Es ist wichtig anzumerken, dass die meisten Verdächtigen reden wollen. Lassen Sie es zu, geben Sie ein paar Stichworte, aber nur um den Redefluss in Gang zu halten. Versuchen Sie nicht, etwas zu steuern, sondern lassen Sie die Personen einfach reden. Meiner durch Fallstudien bestätigten Erfahrung nach gelangen die meisten Menschen irgendwann zu den Informationen, die sie erhalten möchten, wenn sie ihnen einfach zuhören und ihre Annahmen nötigenfalls bestätigen. Falls nötig, bestätigen. Ja, okay. Lass mal so stehen. Ich habe keine Ahnung. Möglich ist es. So. Ja, wir waren ja bei vollen 115. Ich glaube, ja, hier können wir diesen, naja, Test machen. Okay. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir den Test machen. Ich glaube nichts. So, ich hatte ja hier eigentlich, hatte ich hier auch alles mitgenommen. Boah, was ist das denn? Das sieht gefährlich aus. Hier war leider nichts. Ja, auch hier können wir wieder das Waschbecken aufdrehen. Das sieht auch schon sehr unschön aus, so ein Stuhl. Ich weiß nicht, das sieht immer so nach Stühlen aus, an die man gefesselt wird. Ich weiß nicht. Was mir neulich gar nicht richtig aufgefallen ist, die sieht anders aus als die anderen Toten. Die anderen waren alle so ausgesaugt. Keine Ahnung. Aber die sieht anders aus. Was hat sie erwischt, frage ich mich. Auch mehr biologische Abfälle. Ja, die müssen wir auch noch recyceln dann. Systemalarm. Reparaturbedarf. Ja, das System hat Reparaturbedarf. Das mag sein, aber wir reparieren da jetzt nichts. Mein Fehler. War. Hab ich noch gar nicht geguckt. Ich hatte Regale übersehen. Oh mein Gott.
Ich hatte Inhalt von Regalen vor allem übersehen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Typen in der Quarantäne rauslassen sollen oder nicht. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir den rauslassen. Dich gibt's ne. Aha. Also der kämpft ja dagegen irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob wir die Möglichkeit haben. Okay, 2 Meter Abstand vom Glas soll man haben. Ich meine, solange er lebt, vielleicht kann man ihn ja doch noch irgendwie retten. Naja, okay. Trevor J. Young, 20.02.35. Proband wirkt desorientiert, paranoid, nicht sicher, wie viel seines derzeitigen Verhaltens dem Vorfall zuzuschreiben ist und wie viel der zurückliegenden Neuromod die Installation. Empfehle ihn weiter unter Beobachtung zu stellen. Matthias Kohl. Ich weiß nicht. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Ich bin nicht hier wegen eines Termins. Ich hoffe, er meint mich und jetzt nicht irgendeinen. Was? Okay, der wird komplett fremd kontrolliert, aber der ist irgendwie noch nicht zu so einem Phantom geworden. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir da reingehen, er irgendwie uns angreift oder keine Ahnung. Wenn wir weggehen, ist es, glaube ich, besser. Ich lasse ihn jetzt erstmal. Vielleicht finden wir ja noch eine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich möchte da jetzt nicht reingehen und womöglich dafür sorgen, dass, keine Ahnung, sein Schädel explodiert oder irgendwie sowas. Mein Fehler. Man weiß ja nie. So, hier waren wir drin. Genau, hier waren wir drin. Hier war ein Defektor, den wir nicht reparieren können. Aber wir haben ja Gott sei Dank einen komplett neuen hergestellt. Ja, da ist kein Strom. Oh, Moment hier. Wo war es da? Mikrowelle. Und wir können es nicht mitnehmen, weil... Mist. Ja, da bleibt nur eins. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen, Dr. Ja. Da kommen wir auch noch nicht rein. Da fehlt uns eine Codekarte. Und ohne die Codekarte können wir auch gar nichts machen. So, hier waren auch noch E-Mails. Ich gucke gerade nur mal. Einlieferung Verletzter und NSP-Spritzen. Gucken wir mal gerade. Alejandro, wem wird denn NSP verabreicht? Laut Inventur fehlt eine Schachtel Spritzen. Regina Sellers. Hallo, Regina, tut mir leid. Hätte Ihnen Bescheid geben sollen. Guten Morgen, Talos. Alle Mitarbeiter haben sich zu Ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Ja, danke, tun wir. Also, hallo, Regina, tut mir leid, hätte Ihnen Bescheid geben sollen. Die NSP-Spritzen waren für Chief Ilyushin. Leichte physiognomische Erschöpfung, hätte es vermerken sollen. Okay, Alejandro, kommen Sie bitte vorbei. Können Sie mir auch Ilyushins Werte und Familienunterlagen weiterleiten? Regina Sellers. Seltsam, ich kann die Aufzeichnungen nicht aufrufen. Sie sind nicht im System. Soll ich immer noch vorbeikommen? Oh. Einlieferung Verletzter von Alex Yu an Sicherheit-Traumazentrum. Mhm. Achtung, an alle Sicherheitsmitarbeiter in Trauma. Es werden mehrere verletzte Personen sowie ein möglicher Todesfall eingeliefert. Einer von ihnen ist Dr. Sylvain Bellamy. Bringen Sie ihn nicht ins Traumazentrum. Er muss unbedingt in die Psychotronik, aus dringenden Sicherheits- und Gesundheitsgründen. Ich wiederhole, liefern Sie Dr. Sylvain Bellamy nicht ins Traumazentrum ein. Bringen Sie ihn unverzüglich in die Psychotronik. Aha. Bereichskarte. Oh, ja, die laden wir gerne runter. Okay. Ich glaube, das Dingsbums Psychotronik hier unten. Da ist die Transtar-Ausstellung. Das heißt, hier ist Psychotronik. Das war das Ding, wo wir nicht reingekommen sind, ne? Kommen wir vielleicht hier über einen Schleichweg da rein? Das könnte man ausprobieren. Das weiß ich jetzt nämlich im Augenblick nicht. Das müssten wir mal austesten. Wir könnten ja mal gucken.
Psychotronik. Obwohl, der zeigt hier, glaube ich, nicht Neuromod-Forschung, Frachtraum. Ja, das waren wieder die Leute, die im Frachtraum gelandet sind. Die, ne? Hier ist er, ne? Genau, er ist in der Lobby. Ja, er ist hier im Traumazentrum eigentlich. Aber das zählt hier irgendwie zur Lobby. Traumazentrum. Ich gucke jetzt nochmal gerade. Was war denn mit dem Dr. Kohl? Keine Lebenszeichen. Ah, okay, keine Lebenszeichen. Das dürfte halt immer. Ich denke mal immer, wenn wir die finden. Hier ist jemand. Wartung, Außenbereich. Aha, in den Besatzungsquartieren, da ist einer am Leben. Okay. Noch jemand? Sind die außen? Wartung, Außenbereich. Ach nee, die sind in den Besatzungsquartieren. Dann haben die sich wahrscheinlich da irgendwie verbarrikadiert oder so. Wie sieht es denn mit der Brücke eigentlich aus? Kein Lebenszeichen. Oh, shit. Im Frachtraum. Okay. Die Neuromod-Abteilung. Ja, da waren ja Besatzungsquartiere. Ja, die haben sich da wahrscheinlich reingerettet. Sylvan Bellamy. Ah, er ist in... Ja, kein Lebenszeichen. Gut, das hatte ich ja schon fast vermutet, dass er das nicht überlebt hat. Gibt's jetzt hier... Okay. Ich werde jetzt mal gucken. Ach genau, da muss ich auch nochmal gucken, ob wir irgendwelche Dinge finden... Ich hoffe, dass der das noch irgendwie schafft, alles irgendwie aufzuhalten. Hier erstmal Schrott übertragen und... Ach, das ist mein Mineral für den Fabrikator. Das ist gar nicht... Können wir das... Ich kann mir vorstellen, wenn wir das da rein übertragen, können wir damit Recycler irgendwie Lebensmittel, also Grundlagen für Lebensmittel gewinnen. Also ne, durch organisches Material. Ich meine, wir brauchen ja den Kram. Gucken wir mal gerade. Wir können noch Medkit. Okay, ja, ach hier, sowas haben wir nur eins, ja. Ich glaube, das war letztes Mal schon das Problem. Haben wir das jetzt gerade aufgenommen und ich habe es nicht mitgekriegt, oder? Was ist das? Achso, das war ein Operator Dispenser. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass eins rausgekommen ist, aber offenbar haben wir es aufgenommen. Ich weiß es jetzt nicht. Ach, da ist noch was drin. Asteroidenfragment. Ach, hier ist das Medkit. Neun Stück, okay. Ja. Ich hoffe mal einfach, dass das reicht. Hier hatten wir ja jetzt alles durchsucht, was wir zusätzlich mitnehmen konnten, was vorher nicht ging. Schon, ne? Alles für die, alles, was wir mitnehmen konnten von den... Ist da was drin? Nein. Gott, da habe ich mich jetzt gerade total erschrocken. Hier ist die Ausstellung. Nee, gar nicht wahr. Hier ist was anderes. Hier ist noch ein Recycler. Dr. Calvinos Werkstatt. Jetzt einmal... Ich will immer E drücken. Das ist so Gewohnheit. Ja, wir gucken mal, ob wir zum Maschinenlabor kommen.
Aber danach wollte ich versuchen, ob wir da... Was war es? Die Psychotronik betreten können, indem wir da irgendwie uns einmal so rumschleichen. Da war ja so ein... dass die Karte ist und hier dieser Raum in der Ecke ist, dann ging hier noch so ein Korridor und hier rum gingen auch Korridore und da waren zwei Türen zur Psychotronik, aber... Ach, hier war das. Jetzt weiß ich wieder, ja... Da waren aber auch Gegner, ne? Irre ich mich da? Oder waren da Gegner? Das ist geladen. Ich muss mal eben gucken, ist die Schrot aufgeladen? Nein. Was ist mit der? Die ist vollgeladen. Okay. Ich wollte die Glucken. Ja, hier waren wir ja auch, nur... Boah, das nenne ich mal einen großen Monitor. Ah, schade. Kann man nicht nehmen. Weil wir nicht zerlegen können. Hier waren wir. Das weiß ich noch. Hier war der... Hier hatten wir noch einen Neuromod rausgenommen. Ich erinnere mich. Ja, die Chancen, dass ich jetzt sterbe, sind relativ groß. Aber ich wollte es trotzdem mal versuchen. Ah! Was? Oh! Ein kleiner. Also, ja, die Glukanone ist schon ganz gut. Duckbier. Ich denke ja immer an Duffbier. Nein. Da war irgendwas. Oh Gott. Angst. Da. Hä? Neue Schlüsselkarte. Nee, das wollte ich nicht. Ist da eine Scheibe vor oder? Ja, ich glaube, das ist eine Scheibe vor gewesen. Da konnten wir gar nicht. Ah, okay. Ah, voll. Mist. Haben wir noch einen Neuromod? Ich glaube, wir hatten noch... Moment. Wir hatten doch noch genug Neuromods. Genau. Das habe ich nämlich irgendwie letztes Mal nicht gemacht, obwohl ich das eigentlich vorher schon mal überlegt hatte. Denn, tada! Mehr Platz! Ganz ehrlich, das ist so wichtig, dass wir alles mitnehmen, was wir hier kriegen. Also, ich habe Angst. Wenn die Raumstation so Geräusche macht, habe ich Angst. Muss ich sagen, habe ich echt Angst. Das ist nicht gesund. Ich frage mich ja... Okay, ich probiere jetzt mal was aus. Ich weiß nicht, wie intelligent das ist. Ich meine, im Zweifelsfall, ich mache jetzt nochmal einen Quicksave. Ich
will hier nämlich runter und ich weiß nicht, wie wir... Wartungsschleuse, okay. Ich hatte nämlich gedacht, hier wäre was, aber hier war nichts. Okay. Aber wir kommen in die Wartungsschleuse. Oh. Machen wir das doch mal weg hier, ne? Oh. Geht das irgendwann weg? Ja. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Hui. EMP-Ladung. Nett. Die MP-Ladung setzt einen großen Stoß elektromagnetischer Energie frei, der hocheffektiv gegen Robotergeschütze und andere elektrische Einheiten ist. Okay. Ich möchte sie aber trotzdem nicht als primäre Waffe haben. So. Heißt es, wir können hier dran hochklettern? Ja. Sehr gut. Ah, gut, gut, gut. Cool. Wo landen wir jetzt, frage ich mich. Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir? Atrium. Da ist so ein Wabern. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein... Oh Gott. Hierher kommt ein Großteil der Stationstech. Laborausrüstung, Spezialteile, Prototypen. Wir müssten ihr Looking Glass Terminal in Dr. Calvinos Werkstatt reparieren können. Ich muss trotzdem... irgendwas hat mich eben... Was ist denn C? Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Was habe ich da gemacht? Was habe ich da eingenommen? Irgendwo von, wo ich 22 von habe. Und das ist irgendwas Essbares gewesen. Hä? Ich weiß es nicht. Es erschließt sich mir manchmal nicht. Das ist Schrotpatronen. Ach, war das hier so ein Ding? Nee, da habe ich aber nicht so viele von. Sorry, das muss ich mal eben... Das ist... Doch, das war irgendwie... Ach so, das ist alles Essbare, Trinkbare und so weiter. Okay, dann... Erstmal einen Apfel. Ich möchte gerne auf voller Gesundheit sein. Oder sagen wir so, fast voller Gesundheit. Die Anzugsintegrität ist auf 72, nur ich setze die mal höher. So, jetzt ist die fast auf 100. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte hier haarig werden. Oh, Phantom. Mindestens eins. Hui. Hui, hui, hui. Oh, Dinge, die man reparieren kann. Okay, ja, da gucke ich gleich nach. Jetzt gucke ich mich erstmal hier um. In Ruhe. Hoffentlich. Da brennt was. Da können wir sicherlich mit der Glutkanone weiter. Oh, was ist denn hier? Vorführungsbühne. Ach, das ist die andere Seite. Da war ja jetzt eben auch ein... Da oben ist einer. Da ist einer, der hat schon einen Weg mit der Glutkanone gemacht. Das finde ich gut, weil ich kann das nicht. Gerade nicht. Wer redet? Also wo geredet wird? Ich gehe jetzt mal runter.
Vielleicht ist es hier unten. Es ist hier unten. Oh, oh, es ist wieder ein... Oh, shit. Uiuiui. Wow. Jägerin Bolzenwerfer verschießt Schaumbolzen, die keinen Schaden verursachen. Er ist jedoch hervorragend dafür geeignet, Kollegen zu nerven, Gegner abzulenken und Schalter und Bildschirme aus der Ferne zu betätigen. Wie cool. Ich meine, ja. Nerviges Spielzeug, hin oder her. So, speichern. Wow. Okay, dann haben wir einige nette Sachen bekommen. Clive Lawrence. Okay, damit haben wir zumindest herausgefunden, dass ein weiterer der verschollenen, gesuchten, was auch immer, Mitarbeiter hier ein Phantom geworden ist. Scheiße, das ist ja auch Mist, ne? Naja, gut, vielleicht ist hier hinterher auch nochmal was. Okay, aber wohl eher nicht. Bei nicht mehr kriechen. Machen wir mal ganz schnell hier. Gucken wir mal eben, ob wir noch irgendwas hier reintun können. Das ist wieder für den Fabrikator. Das ist ja dann immer ein Anzeichen, dass das schon, dass wir das schon entdingenst haben. Kann man das vielleicht? Halt Furcht! Auch nicht schlecht. Brauchen wir vielleicht. Okay. Dann recyceln bitte. Es wäre ja voll wichtig, wenn wir auch synthetisches Material kriegen, weil synthetisches Material fehlt uns halt für die Herstellung, ne? Ah, hier war noch ausgefranstes Kabel. Das hatte ich übersehen. Ist hier noch was? Greifarme. Hier ist... Oh, guck mal, was man so alles in den Ecken findet. Duckbier. Duck, duck. Ich duck mich mal hier rein. Liegt hier noch ein geheimer Bierdosenvorrat? Nein. Okay. Ja, hier hatten wir reingeschossen. Das hat... Dadurch hat es gebrannt. Aber gut. Ja, ich glaube, der Rest war dann tatsächlich alles schon... Oh, schön. Synthetisches Material, mineralisches Material. Ich glaube, das waren die Sachen, die wir jetzt auch brauchten, um wieder zum einen Medpacks und auch andere Dinge herzustellen. Gut. Mal hier hoch. Noch eine Glukanone. Sehr gut. Ah, ein Transcribe. Dr. Thorstein, wo sind Sie? In der Werkstatt, ich... Hab eine Explosion gehört. Vergessen Sie das. Nehmen Sie mit, was Sie können und kommen Sie in mein Büro. Wir evakuieren. Was? Was soll ich... Neuromods. Exotisches Material. Beeilung. Wir treffen uns in meinem Büro. Ja, Sir. Und bringen Sie eine Glue-Kanone mit. Ja, hat er ja gemacht. Ersatzteile. Schallgedämpfte Pistole. Ja. Jetzt haben wir schon ein ganzes Arsenal hier zusammen jetzt. Okay. Puh, an der Stelle mache ich jetzt mal einen Cut. Ich habe hier eine gute Position. Hier bleibe ich gerade mal. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Falls nein, schreibt es ruhig in die Kommentare. Kommentiert natürlich auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bei Prey. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.